Bei Bauer sucht Frau 2023 gibt's eine miese Liebesverarsche und ein Bauer erzählt drei Frauen dasselbe. Ich habe schon das Gefühl, es knistert irgendwie ein bisschen zwischen uns. Das habe ich auch. Ja, man spürt auf jeden Fall schon was. Ja. Ein bestimmtes Knistern. Weil irgendwie vibes schon irgendwie zwischen uns, sagt man mal so, ja, es knistert. Und ein bisschen Drama beim Scheunenfest darf natürlich auch nicht fehlen. Lisa, wie sieht's bei dir aus? Hättest du Bock, mit mir Hofwoche zu machen? Ich würde mir gerne noch ein bisschen Zeit lassen. Okay. Und würde dir später sagen, ob ich mitkomme oder nicht. Aber erstmal danke für deine Einladung. Aber ich würde, wie gesagt, meine Entscheidung später fällen. Alles klar. Das alles und wirklich noch einiges mehr, das hier wird, glaube ich, ein verdammt langes Video, gibt's in der neuen Staffel Bauer sucht Frau 2023, die jetzt offiziell wieder gestartet ist. Ich bin natürlich auch dabei und ich werde es auch wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex und großer Bauer sucht Frau-Fan. Ist mir eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so peinlich, das zuzugeben. Du kannst das Format übrigens auch immer schon ein bisschen vor TV-Ausstrahlung auf RTL Plus schauen. Ich packe dir den Link ganz oben in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir fangen auch direkt mit dem ersten Bauern an, der meiner Meinung nach in einer der schönsten Gegenden Deutschlands lebt. Wenn ich irgendwann mal reich bin, also wahrscheinlich nie, kaufe ich mir da mal ein Ferienhaus. Ackerbauer Stefan wartet in der Vulkaneifel schon sein Leben lang auf die richtige. Mit 31 Jahren möchte er nun endlich eine Frau an seiner Seite haben. Okay, ja, und das hat man tatsächlich richtig verstanden. Stefan hatte bisher in seinem Leben noch nie eine Beziehung. Und da er sich dringend eine Familie wünscht, wird das jetzt vielleicht langsam wirklich ein bisschen Zeit. Wobei ich auch immer sagen muss, dass ich es zwar total in Ordnung finde, wenn man so lange noch nie einen Partner hatte. Ich frage mich dann nur immer, ob man nicht trotzdem ein paar Erfahrungen sammeln muss und ob der erste dann immer gleich die große Liebe ist. Aber naja, er wünscht es sich jedenfalls. Eine feste Freundin hatte ich bisher noch nie, also bin ich eigentlich schon immer alleine. Ich sehne mich schon sehr nach einer festen Beziehung. Dieses Sehnen kann man natürlich sehr gut verstehen. Glücklicherweise hat er dann längst auch einige tolle Liebesbriefe bekommen, zwischen denen er sich dann entscheiden muss. Und er sagt am Anfang erstmal das, was, glaube ich, jeder immer von sich sagt. Bei meiner Partnerin ist wichtig, dass sie mit mir auf einer Wellenlänge ist, dass man zusammen lachen kann. Die sieht doch sympathisch aus. Ja, ein nettes Lächeln. Also das Aussehen ist vergänglich, der Charakter bindet und das ist mir wichtiger. Okay, und grundsätzlich finde ich das super schön, dass er sowas sagt. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass das natürlich immer viele sagen und eigentlich nicht so meinen und dann trotzdem einfach nur die nehmen, die ihrem optischen Typ entsprechen. Aber da muss man bei Stefan tatsächlich mal sagen, ich glaube, einen optischen Typ hat er einfach nicht. Weil seine beiden Bewerberinnen könnten optisch unterschiedlicher auch nicht sein. Genieß das. Die sind deine jetzt. Nimm sie dir. Glaubt, Stefan ist auf jeden Fall ein bisschen schüchtern. Ich für mich muss aber auch sagen, dass ich schüchterne Menschen irgendwie immer attraktiver finde als so ganz Extrovertierte. Ich weiß gar nicht genau warum. Wie sieht es da bei dir aus? Kannst du mir ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Und wir können ja mal schauen, wie die ersten Gespräche so laufen, die dann auch tatsächlich eher von den Frauen initiiert werden müssen. Und die haben interessante Leidenschaften. Machst du Knoblauch? Muss nicht unbedingt sein. Okay. Also, magst du Knoblauch? Ja, schon. Also Knoblauch ist mein Leben. Nichts, gar nicht. Okay. Wenn das einmal die Woche ist oder zweimal, ist schon okay. Dreimal geht ja auch. Ja, genau. Ich weiß jetzt persönlich nicht, ob eine Leidenschaft für Knoblauch das Beste ist, was man im allerersten Gespräch beim Flirten so anbringen kann. Aber ehrlich gesagt macht die zweite Bewerberin auch einen Fehler, denn die spricht ihre Leidenschaft an und die ist sogar noch ein bisschen schlimmer als Knoblauch, nämlich Sport. Ich bin relativ sportlich unterwegs, relativ viel Sport. 10 Kilo weniger würden mir auch ganz gut tun, aber... Nach und nach. Wir können ja zusammen Sport machen auf der Hofwoche. Dann ist allerdings etwas, wenn man so möchte, sogar fast ein bisschen Trauriges passiert. Ich hatte nämlich ein bisschen das Gefühl, dass Stefan die brünette Dame ein bisschen besser findet. Deswegen hat er auch eine Frage an sie mit, ja, ich habe es ja schon gesagt, einer eher traurigen Antwort. Ich habe noch eine Frage an dich. Hättest du denn überhaupt Interesse an mir oder eher nicht? Ja, also ich bin ganz froh, dass du mich das fragst. Bei mir ist leider der Funke nicht so übergesprungen.
Ja, ich glaube nicht, dass wir beide so gut zusammenpassen würden. Ein bisschen traurig. Allerdings lässt sich Stefan davon nicht ins Boxhorn jagen und sucht sich dann einfach Frau Nummer 2 aus. Bei der ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, dass ich, glaube ich, an ihrer Stelle ein bisschen das Gefühl hätte, dass ich jetzt so der Rest bin, den man halt nehmen muss. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch hier trotzdem noch eine Liebesgeschichte. Laura, würdest du denn mit mir mitkommen oder eher nicht? Ja, sehr gerne. Danke. Ich freue mich. Auf die beiden bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. Und das muss ich generell sagen, ich finde die Auswahl in dieser Staffel sowohl an Männern wie auch an Frauen wirklich total cool, denn es gibt auch eine ganze Menge Bäuerinnen. Also es sind 2, aber für Bauers- und Frau-Verhältnisse ist das schon mal relativ viel. Und hier ist auch schon Nummer 1. Auch 2 Bäuerinnen suchen in dieser Staffel nach Liebe. Die erste ist Pferdewirtin Caroline, die in Hessen eines Tages den Hof ihrer Eltern übernehmen wird. Interessanterweise gehört auch Caroline wie Stefan zu den Menschen, die in ihrem Leben noch keine Beziehung hatten, mit einer, wie ich finde, recht interessanten Begründung. Dazu möchte ich gleich gerne nochmal was sagen. Ich erhoffe mir, den Mann meines Lebens zu finden. Ich hatte noch nie eine Beziehung, weil wenn ich date, dann möchte ich auch jemanden daten, den ich dann langfristig auch mal heiraten möchte. Und das muss halt mit dem Betrieb und allem auch zusammenpassen. Also versteht mich jetzt nicht falsch, ne? Ich finde das einerseits total cool, dass man da so straight ist, aber ist andererseits quasi vorauszusetzen, dass man jemanden schon nur datet, wenn man sich mit dem Heirat und Kinder vorstellen kann, finde ich andererseits auch ein kleines bisschen problematisch, weil es gibt doch auch manchmal Menschen, wo man das erst ein bisschen später rausfindet. Und ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich glaube zwar schon in gewissem Sinne ein bisschen an Liebe auf den ersten Blick, aber ich finde, da gehört ja so viel dazu, dass man das am Anfang nicht so klar begrenzen kann. Aber gut, ist auf jeden Fall ihre Sicht der Dinge. Dazu nicht so ganz passend ist, dass sie sich dann interessanterweise aber gleich eine ganze Menge Männer eingeladen hat. Na gut. Oder sie kann sich halt einfach bei jedem davon vorstellen, dass er der Vater ihrer zukünftigen Kinder ist. Denn sie ist die erste Bäuerin in 19 Jahren Bauersuchtfrau, die sich 4 Männer eingeladen hat. 4 völlig unterschiedliche Menschen. Ich finde das so spannend und du sicherlich auch und ihr vor allem, was der Abend uns noch so alles bringt. Auf jeden Fall. Los geht's. Das Schöne bei 4 Männern, du findest schnell die Mitte. Ja. Ja. Vielen Dank. Okay, mit. Genießt es. Ich würde euch übrigens gerne noch viel mehr zeigen. Ich habe aber wirklich das Problem, dass das Video sonst ein bisschen zu lang werden würde. Deswegen kann ich euch jetzt nicht alle Einzelgespräche präsentieren. Man merkt aber schon am Anfang, dass Caroline auf jeden Fall sehr offen ist und keinesfalls schüchtern und sie sich auch mit optischen Kommentaren über ihre Bewerber nicht zurückhält. Wie schon gesagt, hat immer auf jedem Bild eine Kappe an. Hat bestimmt eine Glatze. Na gut, das ist ja nicht schlimm. Ah ja, ist ja pflegeleicht. Eben. Also hast du länger Zeit im Bad? Vielleicht mache ich das auch noch. Nein, bitte nicht. Ich muss aber wirklich sagen, Caroline ist ziemlich schlagfertig und das bleibt dann auch tatsächlich so. Und sie macht auch deutlich, ja, wenn man sie handeln möchte, dann braucht man auf jeden Fall ein bisschen Energie. Ich kann jetzt schon mal sagen, auf ihre Hofwoche bin ich verdammt gespannt. Ich kann sowohl einfach mal ruhig sein, als auch mal richtig Power geben. Ja, ich bin eher wild. Meinst du, du kannst mich handeln? Ja, ich denke schon. Ja? Ja. Können auch mal die Fetzen fliegen. Das ist nicht schlimm. Sehr gut. Eine Wilde also, die, das hat sie aber schon deutlich gemacht, auch schon sehr an das Gründen einer Familie denkt. Und da gibt es einen Bewerber, der bei ihr genau ins Schwarze trifft. Und ich weiß jetzt nicht, ob du den gleichen Vibe hast wie ich, aber mich hat der ganze Typ die ganze Zeit irgendwie total krass an Philipp Amthor erinnert. Und seitdem möchte ich mir den nicht mehr im Bett vorstellen. Also vorher eigentlich auch nicht, aber es sei trotzdem mal erwähnt. Endlich ankommen, Familie vielleicht gründen, ja. Die Frau finden. Echt, hast du sie ja gefunden. Wer weiß. Mal gucken, wie der Abend noch so endet. Also ich habe ein bisschen mit ihr geflirtet auch und hat schon ein bisschen geknistert zwischen uns. Also ich würde meine Chancen bei ihr schon auf gut betiteln, ja. Ob seine Chancen, CDU-Generalsekretär zu werden, wohl ähnlich groß sind, das finden wir dann ein anderes Mal heraus. Erstmal hat Inka noch eine wichtige Frage an Caroline, nämlich ob sie sich eher für Pferde oder eher für Männer entscheiden würde. Naja, die ersten haben halt einfach den schöneren Schweif. Da hast du ja alles im Griff. Die Pferde hören auf dein Kommando. Sind Pferde eher zu handeln oder eher Männer? Pferde. Dann, wie gesagt, ich hätte euch echt gerne alle Einzelgespräche gezeigt. Das geht aber nicht, weil es einfach zu viele Bauern sind. Und am Ende konnte Carolins Entscheidung auch nicht so richtig überraschen. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob in dieser Hofwoche direkt schon eine Familie gegründet wird. Oder auch geheiratet. Das wäre krass, oder? Wenn in der Hofwoche schon geheiratet wird. Boah, da hätte ich Bock drauf. Aber, also nimmst du mir nicht krumm, aber ich habe mich entschieden. Und ich würde gerne den Lukas mit auf die Hofwoche nehmen. Ach Gott, okay, krass, cool. Freue ich mich. Voll cool. Ach, schön. Warum der Lukas?
Das hat einfach am meisten gematcht. Okay. Ach schön, da gucken wir mal nächste Woche. Schön, dass sich Lukas am Tor so freut. Die anderen Männer hingegen waren ein bisschen enttäuscht. Und da muss ich immer sagen, ich kann das verstehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich finde, in so einer Sendung gehört es auch ein bisschen dazu, ein guter Verlierer zu sein. Liegt natürlich nicht jedem. Auch schon echt enttäuscht, klar. Ja, wäre halt der Lebenstraum gewesen. Ne? Aber ich denke schon, dass sie sich falsch entschieden hat, weil der Lukas eher so ein Schickimicki-Typ ist, der sich nicht gerne dreckig macht. Und ja. Aber muss sie selber wissen. Also. Bin ich der Einzige, der Lebenstraum vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen fühlt? Aber na gut, wir hatten ja neulich auch im Sommerhaus Menschen, bei denen dieses Format ihr Lebenstraum war. Bisher waren es ja eigentlich eher nur jüngere Kandidaten, aber es gibt natürlich auch wegen da einige Oldies. Und der Nächste, der hat gleich mal einen maximal komplizierten Namen. Der Brandenburger hatte schon als Kind mit Pferden zu tun und hat sich nach 40 Jahren Lastwagenfahren schließlich als Pferdebauer einen Herzenswunsch erfüllt. Das würde er gerne zu zweit genießen. Also ich weiß jetzt persönlich nicht, ob man Pferdebauer ist, wenn man 4 Ponys und eine Katze hat. Aber okay, bei Dietrich, Max, Helmut ist das wohl auf jeden Fall so. Und auch er wünscht sich ganz doll eine Partnerin. Und so auf den ersten Blick muss ich auch sagen, macht wieder einen echt sympathischen Eindruck. Für mich ist es ganz, ganz schlimm, alleine zu sein, weil mit Pferden kannst du arbeiten. Kannst dich aber nicht unterhalten. Oh, das klingt aber wirklich mal schön, weil leider muss man ja sagen, bei den älteren Kandidaten hat man oftmals ein bisschen das Gefühl, dass es denen eher um eine billige Arbeitskraft geht und nicht so sehr um die Liebe. Aber das scheint ja bei ihm ganz anders zu sein. Und auch bei der Begrüßung seiner Frauen beim Scheunenfest ist das noch so. Toll. Bleibt aber natürlich nicht lange. Danke für die Einladung. Kein Problem. Schöne Frauen mag ich. Ja, ne? Du bist ein richtiger Charmeur. Mhm. Ach. Ja, natürlich. Eine echte Charmeuse. Und das gilt dann natürlich auch für die Frauen. Und eine von denen hat sogar, wenn man so möchte, den perfekten Beruf für Dietrich, Max, Johannes, Sebastian, Bach. Na, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Nennen wir ihn einfach mal nur Dietrich. Und du bist Pferderückenvermesserin. Was ist bitte eine Pferderückenvermesserin? Also ich habe so einen Apparat, den lege ich auf den Pferderücken und dann wird genau festgestellt, ob jetzt der Sattel dem Pferd passt oder es wird ein passender Sattel hergestellt. Ich habe einen Sattler als Neffen. Oh weh. Der macht denselben Job, aber sowas wie dich sucht er noch. Ja, super. Schon alles klar. Moment. Ich muss jetzt hier mal kurz dazwischen. Ich auch, denn es geht doch hier hoffentlich nicht nur um Arbeit, oder? Ehrlich gesagt dann schon so ein bisschen, weil das Einzige, was Dietrich in seinen Gesprächen gefragt hat, war Arbeit. Nee, stimmt nicht ganz. Es gab noch ein anderes Thema, aber das hat es jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel besser gemacht. Also ich backe sehr gerne. Ich koche gern, ich backe Kuchen, ich backe auch Brot. Na, das wäre ja schon mal ein Vorteil, weil bei uns ist der nächste Supermarkt 5 Kilometer entfernt. Und das Erste, was alle ist, ist das Brot. Ja, wirkt wirklich ein bisschen so, als würde Dietrich in erster Linie eine billige Arbeitskraft suchen. Da hat er allerdings ein Problem, denn die andere Dame, die übrigens eine sehr verwirrende Bluse trägt, die kann leider nicht kochen. Und damit ist sie bestimmt schon raus, oder? Backst du? Ja. Käsekuchen in der Mikrowelle, 20 Minuten. Klappt ganz prima und schmeckt lecker. Sonst backe ich nicht und ich koche auch nicht gerne. Tja, damit muss Dietrich sich jetzt entscheiden. Entweder er nimmt die bessere Arbeitskraft oder die bessere Köchin. Naja, und irgendwie passt seine Entscheidung zu ihm. Max, so Butter bei die Fische. Es ist nicht einfach, aber du willst nur eine Frau mit auf den Hof nehmen. Jetzt brauchen wir nur noch den Namen. Ganz kurz raus. Marion, es tut mir leid, aber ich möchte gerne die Susanne mitnehmen. Alles gut. Auch auf Dietrich Max bin ich wirklich schon sehr gespannt. Und auf den nächsten Bauern, auf den kannst du mega gespannt sein. Der ist nämlich mein Highlight dieser Folge. Vorher wollte ich dich aber nochmal einladen, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Aus einem ganz einfachen Grund. Bauer sucht Frau ist ein für mich absolutes Herzensformat. Und ich hoffe, du merkst auch, ich habe mega Bock drauf. Es ist aber auch so, dass es immer nicht so unfassbar gut läuft. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn du mich vielleicht mit einem Abo unterstützen würdest. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und dann gucken wir uns den nächsten Bauern mal an. Sehr attraktiv. Aber wie wir auch noch feststellen werden, charakterlich sehr schwierig. In Niederbayern ist Viewer Daniel Herr über ein großes Schweinevolk. Und trotz der Menge liegt ihm jedes einzelne Tier am Herzen. Also auch wenn man jetzt nur ganz kurz die Bilder dazu gesehen hat, ich kann mir fast bei dieser Art der Stallhaltung nicht vorstellen, dass ihm die Tiere wirklich am Herzen liegen. Aber okay, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Und auch er hat sich übrigens eine Menge Frauen eingeladen, die übrigens, und das muss man generell mal zu dieser Staffel sagen, auf jeden Fall zur Kategorie der schönen Menschen gehören. Ach ja. Ich wäre auch gerne schön. Naja, wenigstens habe ich eine einigermaßen eine Stimme. Oh, und ich habe eine ziemlich große Stofftiersammlung. Genieß den Abend. Dankeschön, Inke. Was sind deine Frauen?
So, auf den ersten Blick muss ich sagen, ist Daniel dann eigentlich wirklich ein total lieber Mensch, der sogar als einer der ganz wenigen nicht nur Geschenke bekommen hat, sondern auch ein paar Geschenke vergeben hat. Und ja, praktisch, dann hat er den Frauen nämlich gleich noch Spitznamen gegeben, auch wenn die jetzt ein bisschen wie aus dem letzten Jahrhundert wirken. Daniel hat für seine drei Damen bereits Kosenamen in Weiß auf Braun dabei. Doch auch Herzl, Mausi und Spatzel haben sich Gedanken gemacht. Also ich habe dir natürlich auch was mitgebracht. Was ist persönlicher, kannst gerne reingucken, als irgendwie die ersten gemeinsamen Erinnerungen direkt auf Kamera festzuhalten. Ja, mega, das freut mich. Immer gleich mal eins schießen danach, ja, oder? An der Stelle habe ich noch mal ganz kurz eine Frage an dich, weil es mich wirklich interessiert. Hast du einen Spitznamen für deinen Partner oder deine Partnerin? Und wenn ja, magst du mir den mal in die Kommentare schreiben? Bei mir ist es so der Klassiker, Schatz. Ich bin da nicht so besonders kreativ. Vielleicht ist der eine von euch da ein bisschen besser drauf. Dann wollte ich noch ganz kurz was zu diesen Kameras sagen. Ich muss sagen, ich finde das immer mega cool. Ich muss aber leider auch sagen, aufgrund dessen, dass ja heutzutage Handykameras so gut geworden sind, erfüllen die leider nicht mehr so richtig einen Zweck, oder? Und ich finde es als über 40-Jähriger immer total spannend zu sehen, wenn jüngere Menschen versuchen, so eine Kamera zu bedienen, weil das ist wohl gar nicht mehr so einfach. Erstmal zum Testen ein Foto von euch, okay? Ob das schon funktioniert? Schön lachen. Bisschen enger. Ja, sehr schön. Und der Einsatz und? Es geht nicht. Ich möchte da zum Anschlag dran. Ja, ich hab halt auch, ja. Am Ende schafft er es dann aber doch noch ein Bild zu machen und was soll ich sagen? Ja. Also dafür, dass da ja irgendwie eine professionelle Ausleuchtung von der RTL war, ist die Bildqualität wirklich erstaunlich schlecht, aber es ist trotzdem ein ziemlich niedliches Bild geworden. Aber okay, bis hierhin muss man ja sagen, es ist eigentlich alles sehr nett. Dann wird es aber ein kleines bisschen komisch. Und das fängt mit den Einzelgesprächen an, die Daniel dann mit jeder Dame hintereinander führt. Und das, was er der ersten sagt, ist eigentlich richtig schön. Mit Betonung auf eigentlich. Ich habe schon das Gefühl, es knistert irgendwie ein bisschen zwischen uns. Das habe ich auch. Und auch irgendwie die Blickkontakte, ja, sind sehr intensiv, sage ich jetzt mal. Ja, es vibet. Es vibet, sagt man mal, ja. Ja. Es funkt. Ja. Also wirklich schön, weil ich finde zum einen, die beiden passen richtig gut zusammen. Das ist auch eine wahnsinnig attraktive Frau. Und wenn er sich jetzt tatsächlich auf den ersten Blick verliebt hat, finde ich das an sich total schön. Nur danach kommt das zweite Einzelgespräch und Daniel sagt da wieder was. Und irgendwie kommt mir das schon ein bisschen bekannt vor. Ja, ich denke, du hast das auch gemerkt. Also wir haben ja auch einen sehr intensiven Blickaustausch vorher gehabt beim Zusammentreffen. Und ja, man spürt auf jeden Fall schon was, ja? Ein bestimmtes Knistern. Okay, Daniel, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dir klar ist, was du da gerade tust, weil du machst jetzt natürlich zwei Frauen nicht nur Hoffnung, sondern du gehst sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Und natürlich, muss man sagen, denkt die Dame sich dann Folgendes. Ja, ich hab das schon gleich gemerkt, dass das schon matcht und wir beide einfach auch von der Ansicht auf einer Wellenlänge sind und bin jetzt eigentlich schon fast sicher, dass ich mit dabei bin. Da kann ich Annalena auf jeden Fall verstehen. Daniel führt währenddessen dann sein drittes Einzelgespräch und auch das nimmt wieder so eine ganz bestimmte Wendung. Erstmal möchte er aber noch mal wissen, ob diese attraktive Frau eigentlich wirklich für ihn da ist. Das ist übrigens eine Frage, die ich nicht ganz verstanden habe. Du schaust wirklich sehr, sehr gut aus. Danke. Bist sehr, sehr hübsch. Danke. Und jetzt wollte ich fragen, also du meinst es wirklich ernst auch mit mir? Und ja. Ich suche seit Ewigkeiten, einfach war mein Traum immer ganz jung, wenn kennenlernen, mit dem was zusammen aufbauen, Kinder kriegen, heiraten, Klassiker einfach. Du? Das hat sich sehr gut ergänzen, gell? Ja, passt. Also was zum Aufbauen, Hedi? Und ich weiß jetzt nicht, ob du den gleichen Eindruck hast wie ich. Also er hat es jetzt nicht ausgesprochen oder so, aber zwischen den Zeilen habe ich bei ihm wirklich das Gefühl, er ist sehr oberflächlich. Also ich weiß nicht, ob ich mich da vertue. Wo ich mich aber definitiv nicht vertue, ist bei dem miesen Move, den er jetzt gleich tut. Denn auch dieser Frau erzählt er wieder genau dasselbe. Weil irgendwie Vibes schon irgendwie zwischen uns, sag mal so, ja, als Knister. Ja. Und auch die Blickkontakte waren da sehr intensiv und ja. Was hast du gedacht, wenn du das erste Mal gesehen hast? Wahnsinn. Ja. Okay, und jetzt muss ich wirklich noch mal was dazu sagen. Also ich möchte Daniel gar nicht absprechen, dass er alle drei Frauen total toll findet. Sonst hätte er sie ja auch nicht eingeladen. Aber allen drei Frauen im Einzelgespräch ein bisschen vorzugaukeln, man hätte sich quasi schon ineinander verliebt, finde ich schmutzig. Und ich hätte es dann fast
besser gefunden, wenn er dann mehrere auf seinen Hof eingeladen hätte, wenn es dann wirklich gestimmt hätte. Da nimmt er allerdings interessanterweise nur eine. Und wenn ich das nochmal in Bezug auf seine Frage von vorhin nehme, dann finde ich das auch zusätzlich noch ein bisschen oberflächlich. Also Daniel ist für mich bisher der Loser dieser Staffel. Das ist die Valentina. Freut mich extrem, mit auf dem Hof zu dürfen. Jetzt geht's mir besser. Also ich bin wirklich ein bisschen sprachlos, Daniel. Du hast jetzt gerade zwei Frauen ein bisschen das Herz gebrochen. Ich hoffe, es ist ehrlich gesagt nicht so schlimm. Die haben nicht so viel dazu gesagt. Jetzt musst du uns aber mal erklären, was da bitte in deinem Kopf vorgegangen ist. Und ich erwarte eine gute Erklärung. Ich habe auf mein Herz gehört und es hat mir geflüstert, sie ist es. Es geht schon los bei der Ausstrahlung, bei der sympathischen Art. Wir sind irgendwie auf einer Wellenlänge und ich spüre einfach, sie ist die Richtige. Ja, das hast du bei den anderen beiden allerdings auch gespürt, oder? Na gut, auch hier bin ich sehr gespannt auf die Hofwoche. Und wir können direkt mal zum nächsten Bauern kommen. Auch der gehört auf jeden Fall zur Fraktion der schönen Menschen, ist aber wirklich schon unfassbar lange Single. In der belgischen Eifel sucht der sportliche Milchbauer Patrick nach der Frau fürs Leben. Meine Tiere bedeuten mir ziemlich viel. Ich muss immer gucken, dass es denen gut geht. Und ich finde das immer schön, wenn ich den Tieren meine Zuneigung gebe, geben die mir auch was zurück. Ja, ich hole euch noch mal was zu essen. Ja, seit einem Jahr lebe ich alleine hier auf dem Hof und würde mich freuen, wenn ich noch mal eine Frau hier hätte. Ja, bei einem Jahr muss ich auch sagen, dass er vielleicht irgendwann in seinem Leben noch einmal eine Frau da haben könnte. Das wäre wirklich schön. Aber ansonsten macht Patrick echt einen sympathischen Eindruck. Und was ich sehr sympathisch an ihm finde, er ist auch, glaube ich, wieder so ein bisschen schüchtern und wird bei der kleinsten Gelegenheit ziemlich rot. Ich bin aufgeregt, was halt in den Briefen drin steht. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ich gut bei den Mädels angekommen bin und dass welche dann doch Interesse an mir haben. Ja, und er hat nicht nur eine Menge Briefe bekommen, sondern natürlich auch wieder eine Menge Briefe von attraktiven Frauen. Und dann hat er gleich mal bewiesen, dass er schon, glaube ich, auch ein kleiner Schwerenöter sein kann. Ja, also wenn das so weitergeht wie mit den ersten drei Briefen, dann wird das eine schwierige Entscheidung. Ich hoffe, die Scheune wird groß genug sein. Ist sie versprochen. Ansonsten bleibe ich aber dabei, dass Patrick für mich definitiv einer der sympathischeren ist und ich glaube, er war wirklich total aufgeregt und ja, das sind einfach so Sachen, die mir immer beweisen, dass es Menschen dann auch hoffentlich ein bisschen ernst meinen und seine Auswahl kann sich wirklich sehen lassen. Hallo Patrick. Hallo. Ich freue mich. Ich mich auch. Ja? Ja. Auf jeden Fall. Dir geht's gut? Na, noch halb Puls. Noch hast du Puls. Das ist gut. Hier sind deine drei Frauen, die du dir ausgesucht hast. Annika, Mattea und Sarina. Nun ist es aber natürlich bei Bauern und Frauen immer so, dass nicht nur den Bauern die Frauen gefallen müssen, sondern glücklicherweise leben wir jetzt in einer Gesellschaft, in der tatsächlich die Frauen auch ein bisschen mitreden dürfen. Aber die waren, glaube ich, auch direkt schockverliebt. Und das finde ich jedes Jahr wieder erstaunlich bei Bauer sucht Frau, dass die so eine krasse Trefferquote haben. Und natürlich ist das auch so eine Sendung, wo einige Sachen gestellt sind. Aber wenn man mal überlegt, wie viele Hochzeiten und Kinder es da mittlerweile gibt, also wer auch immer in der RTL-Redaktion da die Leute zueinander sortiert, macht schon einen verdammt guten Job. Der erste Eindruck ist überwältigend. Also ich bin wirklich hin und weg, ein ganz toller Mann. War ein toller Moment, ihn endlich live zu sehen. Ja, ich fand ihn halt vorher schon mega süß und jetzt muss ich erst recht sagen, dass er super süß ist. Und ja, er hat mich halt direkt gecatcht. Und dann wurde gleich mal ein bisschen geflirtet. Und das muss ich in dieser Staffel ja bisher auch mal bemerken. Die Frauen sind untereinander übrigens, wie ich finde, bisher noch so gar nicht eifersüchtig. Im Gegenteil, das klingt alles fast ein bisschen zu nett. Und habt ihr eure Erwartungen getroffen oder? Übertroffen. Ja, übertroffen. Auf jeden Fall. Ja, ihr auch, ne? Danke. Bitte. Hast doch gut ausgewählt. Ich denke schon. Das ist schwierig, ne? Ja. Auch hier wurden dann natürlich fleißig Einzelgespräche geführt. Ich habe euch mal ein paar kleinere Sequenzen aneinander geschnitten. Und dazu muss ich danach auf jeden Fall nochmal eine Sache bemerken. Aber du kannst ja mal für dich bestimmen, wo es deiner Meinung nach am besten lief. Kinderwunsch, was schwebt dir da so die Zahl? Welche? Also mehr als eins auf jeden Fall. Also ich möchte kein Einzelkind haben. Ich hätte auch gerne zwei und über den Rest lässt sich streiten. Was machst du mit deinen Freunden immer so, wenn ihr was macht? Grillen tun wir eigentlich gerne mal. So Junggesellengrillen, das ist dann halt einfach mal nur Fleisch und was Brot drauf. Da geht dann halt auch was schneller. Aber da fehlt die Frau. Da fehlt die Frau, das stimmt. Genau, da ist auch eins dabei, das habe ich selber kreiert. Darf ich raten, welches es ist? Steht eigentlich drauf, also du musst nur lesen können. Sarinas Gewürzmischung. Genau. Vielleicht auf ein paar gemeinsame Kochabende. Ja, so steht er auch dran für unsere würzige Zukunft.
Okay, und ich weiß jetzt nicht, ob du meinen Eindruck teilst, aber ich fand die mittlere, die blonde Dame Mattea, eigentlich die, wo es am besten lief, weil die beiden haben schon über Kinder geredet und irgendwie war da meiner Meinung nach so ein bestimmtes Knistern. Aber was soll ich sagen? Ich arbeite offensichtlich nicht im Elektrizitätswerk und wenn du das gleiche dachtest wie ich, dann du auch nicht, denn seine Entscheidung hat mich wirklich überrascht. Als erstes habe ich mich entschieden für die Sarina und als zweites würde ich mich freuen, wenn die Annika mitkäme. Sehr gerne. Auch schön. Schade. Damit ist Mattea tatsächlich draußen, was mich wirklich ein bisschen überrascht hat, aber okay. Und wir können uns ja mal dem nächsten Bauern zuwenden. Und auch der gehört, glaube ich, eher zur schüchternen Fraktion und hat einen Job, der ihm sehr, sehr wichtig ist. Steffen ist hauptberuflich Metzger, versorgt aber zusätzlich auf seinem Hof 20 Rinder und beackert jeweils 20 Hektar Land und Wald. Praktisch, da kann man die eigenen Tiere ja gleich mal in Würstchen verwandeln. Aber okay. Steffen gehört dann tatsächlich zu denen, die man hätte wahrscheinlich auch schon mal in der anderen Staffel sehen können. Jetzt ist er aber endlich mal über seinen Schatten gesprungen. Ja, ich spiele schon mit Gedanken seit 10 Jahren schon so ungefähr. Und dieses Jahr habe ich gedacht, jetzt muss ich mitmachen. Naja, es könnte aber auch bei Steffen ein bisschen daran liegen, dass er sich vielleicht schon mehrmals beworben hat, aber jetzt erst genommen wurde. Denn RTL braucht ja immer Bauern mit einem besonderen Symbol oder mit einer besonderen Charaktereigenschaft. Und in seinem Fall ist es ein besonderes Auto, das er übrigens nicht wirklich aussprechen kann. In 19 Jahren Bauer sucht Frau haben wir hier schon alles gesehen und auch alle Fahrzeuge erlebt, mit denen die Bauern auf den Höfen fahren. Aber ein Bauern, der so ein schnelles Auto gefahren hat, den hatten wir bisher noch nie. Steffen, komm zu mir. Genau, denn er hat einen Lamborghini oder wie er es sagt, einen Lamborghini. Und ich weiß nicht, ob die zwei Damen sich für ihn deswegen beworben haben, aber wir hoffen mal nicht. Was sagst du so auf den ersten Blick? Gut. Ja? Gut. Sehr schön. Also bitteschön, deine Frauen. Nicht so gut. Sind danach dann allerdings leider die Gespräche, denn Steffen schafft es so gar nicht, über Gefühle zu reden, sondern eigentlich nur über seine Arbeit. Und die ist ihm, glaube ich, wirklich sehr wichtig. Finde ich ja einerseits cool, aber naja, es wäre auch ein anderes Gesprächsthema nett gewesen. Wie denkt ihr über die Metzgerei? Esst ihr gern Fleisch? Oder? Ja, ich auch, ja. Also kein Problem, wenn es jeden Tag Fleisch gibt, jeder Wurst. Ich kann gar nicht ohne Fleisch leben. Ne? Auf jeden Fall, Fleisch muss dabei sein. Genau. Okay, Steffen, also das hast du jetzt ja abgeklärt, aber weißt du was, es ist schon immer wichtig, auch ein bisschen zu fragen, was die Frauen so gerne machen, was die zum Beispiel für Hobbys haben oder so. Wie wär's dann, wenn du mal was anderes redest als über deine Arbeit? Wollen wir da mal Metzgerer mithelfen, oder? Natürlich. Auf jeden Fall, na klar. Wenn man jemanden liebt und mag, dann macht man alles. Alles, das stimmt. Da glaube ich, wird jetzt keine Probleme geben. Nee, ich wäre sofort dabei, also wirklich. Wenn man jemanden liebt, dann stopft man auch Babytiere in den Darm ihrer Eltern. Wie romantisch. Aber nein, im Ernst. Also ich wünsche Steffen natürlich wirklich, dass es liebestechnisch passt, aber nach den Gesprächen, die er bisher geführt hat, bin ich da nicht sehr optimistisch. Aber auch er hat sich am Ende natürlich erstmal entscheiden. Also die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Ihr seid zwei attraktive Mädels, aber ich nehme nur eine mit auf die Hofwoche. Und Katrin, das wärst du. Oh, okay, ja, freu mich. Du passt einfach besser zu mir. Und okay. Mir tut mir leid, aber... Ist es okay? Ob sie nur besser passt, weil sie besser arbeiten kann, das finden wir dann bald gemeinsam heraus. Der nächste Bauer ist dann, wie ich finde, wieder ein bisschen sympathischer. Und der sagt erstmal schöne Dinge über seinen Hof. Auf dem Scheunenfest möchte auch Bullenzüchter Siegfried gerne seine Frau fürs Leben treffen. Ob dem Hessen wohl die richtige geschrieben hat? Noch hat er nur Augen für sein Vieh. Artgerechte Tierhaltung ist für mich sehr wichtig. Die Tiere brauchen ihre Freiheit. Komm her, komm. Ich sage immer, man soll Tiere wie Menschen behandeln. Kann ich mit Tieren gut umgehen, kann ich auch mit Menschen gut umgehen. An sich stimme ich dazu, wobei ich mich immer so ein kleines bisschen frage. Letztlich geht es natürlich bei einem Hof auch immer um Wirtschaftlichkeit. Und würde man andere Menschen auch nach solchen Kriterien wie Wirtschaftlichkeit bewerten? Eher hoffentlich nicht. Jedenfalls bekommt er auch erstmal Liebesbriefe. Gar nicht so wenig übrigens und das freut ihn auch. Das Alleinsein, das ist nicht schön. Die Sehnsucht nach einer Frau ist groß, weil das zu zweit viel mehr Spaß macht, wenn man gemeinsame Arbeiten zusammen macht. Und kann zusammen lachen, kann zusammen abends weggehen, kann tanzen gehen. Oh, auch er hat Arbeit wieder an Punkt 1 gesetzt. Aber okay, hoffen wir mal, dass das nichts zu bedeuten hat.
Es scheint ihm aber zumindest eine Sache wichtig zu sein. Er hat nämlich ganz viele Oldtimer-Trecker und die müssen regelmäßig bewegt werden. Und eine Frau kann da direkt mal Punkte sammeln. Ja, dann fragen wir euch doch gleich, könnt ihr Traktor fahren? Ja. Gut, Simone, super. Du kannst auch Traktor fahren. Nein, aber... Kann man ja lernen. Na klar. Dafür ist Simone Schlagerfan und tanzt total gerne. Genau. Damit sind beide Frauen ja erstmal gleich auf. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das gesagt wurde. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Aber die Simone, also das ist die, die ihr gleich nochmal rechts im Bild seht, die war schon mal bei Bauer sucht Frau, oder? Weiß das einer von euch zufällig? Es hat schon gekribbelt, als ich Siegfried das erste Mal gesehen habe und gehört habe vor allen Dingen. Und oh, mein Herz schlägt schon bis zum Hals. Ich bin ganz schön aufgeregt. Toll. Einfach wow. Ist schöner Mann. Ja. Simone wollte dann, glaube ich, gleich mal besonders mit ihrem Geschenk punkten. Sie hat nämlich sogar was gebacken. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie das bis zum Ende wirklich durchdacht hat, weil dann wurde es ein bisschen merkwürdig. Erdbeer, ne? Ja. Ich hoffe, das schmeckt dir, Siegfried. Also so wie es aussieht, denke ich auf jeden Fall. Ich muss gleich mal reinbeißen. Okay, ja. Oh, das ist angeklebt. Alles. Macht nichts. Kriege mal. Mmh. Also ich sage, von der Hand schmeckt es am besten. Prima. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß, ich bin da total etepetete-mäßig, ne? Aber ich finde es ganz, ganz schrecklich, Kuchen von der Hand zu essen. Da hat es mich ein bisschen geschaudert. Aber okay, wahrscheinlich bin ich am Ende des Tages wieder der Einzige. Auch Steffen hat da natürlich Gespräche mit den Frauen geführt, aber es ist natürlich Bauer sucht Frau, deswegen ging es nicht um Charaktereigenschaften oder ob man sich versteht oder so, sondern um wichtigere Dinge. Frauen müssen halt bestimmten Ansprüchen genügen. Könnt ihr überhaupt kochen? Ja, klar. Was kochst du denn alles? Gemüsesuppe, okay. Möhrensuppe, oh, oh ja. Ja. Gut. Bohnensuppe, grüne Bohnen, jawohl. Auch sehr lecker. Ja. Hm? Und Fleischgerichten, Sauerbraten, falscher Hase. Was, falscher Hase? Ja. Was ist denn das? So, was ist denn das? Eine Katze oder was? Na, ist ein Hackbraten. Okay. Interessant, danke für diese ausführliche Erklärung. Und falschen Hasen kennt man doch eigentlich. Oder kommt das hier aus dem Norden? Ich glaube, das kommt aus dem Osten, oder? Naja, egal, ich kannte es auf jeden Fall. Und Steffen, ich habe jetzt aber noch mal ganz kurz einen Tipp an dich. Wie wäre es denn, wenn du vielleicht mal was anderes fragst? Weil nur über das Kochen zu reden, ist wirklich das übelste Bauer-Sucht-Frau-Klischee überhaupt. Patricia, jetzt zu dir. Du hast ja 4 Kinder. Und ich denke, da hast du ja bestimmt früher auch für die Kinder gekocht. Ja, ich kann kochen, also... Satt wird bei mir jeder. Blöd. Jetzt können doch tatsächlich beide Frauen kochen. Und da Steffen sie sonst ungefähr gar nichts gefragt hat, muss er sich jetzt entscheiden. Aber naja, da gibt es ja nicht nur eine richtige Lösung. Wie war denn eure Dreierrunde hier mit der Patricia und mit der Simone? Es war sehr schön. Wir haben nette Gespräche geführt. Ja. Und ich finde sie beide sehr nett, attraktiv. Und ja, wir können uns gut unterhalten, verständigen. Schön. Und ich hoffe, dass wir das auf der Hochwoche gleich erweitern können. Also würdest du beide mit zur Hofwoche nehmen? Ja, an Simone finde ich toll. Sie kommt gepflegt hierher, alles top. Und an Patricia gefällt mir das Natürliche. Und ich finde sie beide sexy. Geil, sexy. Und dann können beide für ihn kochen. Absolut perfekt. Na gut, dann schauen wir uns mal den nächsten Bauern an. Der ist wieder ein bisschen jünger und hat, glaube ich, einen wirklich verdammt großen Hof. Und auch der ist eigentlich echt ganz lieb zu seinen Tieren. Der 23-jährige Schafzüchter lebt nahe der österreichischen Grenze und sorgt hier liebevoll für über 50 Schafe und Lämmer. Die Tiere sind für ihn Hobby und Beruf zugleich. Meine Tiere bedeuten mir alles. Wenn du mal irgendwas hast, dann hockst du einfach rein, schaust dann dazu eine Stunde und dann bist du eigentlich auch wieder zufrieden, wenn die Lampe immer drum hupfen. Dann ist das ganz schön. Zu Hannes muss man wissen, das hatte ich dir in meinem Vorstellungsvideo schon gezeigt, er ist sehr in die Traditionen verhaftet und begeisterter Schuhplattler unter anderem. Deswegen hat er auch eine bestimmte musikalische Richtung. Das ist in dem Alter auch sehr ungewöhnlich. Im Moment interessiere ich mich für Volksmusik aus verschiedenen Ländern. Vom keltischen Musik bis zum mongolischen Kehlkopfgesang. Habe ich auch noch nicht gehört, wenn Sie das noch hören. Mongolischer Kehlkopfgesang. An dieser Stelle eine kurze Anekdote. Ich muss sagen, ich mag mongolischen Kehlkopfgesang wirklich gerne. Ich gehe nämlich gerne auf Mittelalterfeste und da gibt es sowas manchmal und ich höre das wirklich gern. Na gut. Bisher muss man übrigens ja feststellen, dass viele Bauern und auch Bäuerinnen jetzt ja kein so festes Muster hatten und die Kandidaten oder Kandidatinnen, die sich eingeladen haben, oftmals sehr optisch unterschiedlich waren. Bei ihm ist das völlig anders. Er hat sich, wenn man so möchte, fast zweimal dieselbe Frau eingeladen. Ihr seht toll aus, sehr traditionell. Also das, Dankeschön, das sollte euch schon, sollte dir schon gefallen, Hannes. Alles gut, oder? Ja. Ja, passt gut? Passt gut. Jetzt genießt du erstmal den Abend. Hannes gehört dann übrigens zu den Bauern, der auch seine Bewerberin, glaube ich, ganz schön geflasht hat. Und da gibt es sogar schon direkt ein bisschen Konkurrenzkampf. Und oh mein Gott, hat die erste Frau einen schönen Namen. Ich habe
vielleicht schon ein paar Schmetterlinge im Bauch. Mal sehen, wie es läuft. Ich werde einfach so sein, wie ich bin. Mit meiner Persönlichkeit versuche ich ihn zu schnappen. Und wir schauen, was wird. Ich muss ja persönlich sagen, ich finde Aurea ist wirklich ein toller Name. Muss ich mir mal merken. Wobei, okay, ich werde in meinem Leben keine Kinder mehr haben. Also brauche ich es mir eigentlich nicht zu merken, aber schön finden tue ich ihn trotzdem. Auch hier gibt es dann übrigens, wie ich finde, einen sehr tiefen Dialog. Es ist quasi philosophisch, wenn man so möchte, wirklich etwas, was die Menschheit auf eine nächste Ebene führt. Es wird nämlich primär darüber diskutiert, ob man gerne Frühstück isst. Darf er jeden Tag frühstücken oder ist das nur seine Nebensache bei euch? Also ich muss sagen, am Wochenende lasse ich es oft aus. Je nachdem, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, muss ich was essen, was mir sonst damisch wird. Doch, ich finde, Frühstück ist die wichtigste Speise des Tages. Also man soll sich schon ein bisschen Zeit nehmen. Was? Aurea mag frühstücken? Nee, da war es dann bei diesem Bauern auf jeden Fall komplett aus. Also ehrlich gesagt, muss ich wirklich sagen, die haben sonst über nichts geredet. Also keine Ahnung, wo der sich sonst seine Entscheidung aus dem Po gezogen haben soll. Ich habe mich für die Jenny entschieden, weil mir kommt vor, dass wir mehr auf einer Wellenlinie sind und vom Ganzen her besser zusammenpassen haben. Und ich hoffe, dass sie auf der Hofwoche mitfährt. Ja, ich freue mich voll. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es echt schade, dass Aurea draußen ist. Einfach nur, weil ich ihren Namen noch gerne häufiger gesagt hätte. Na gut. Die nächste Bäuerin, die wir uns dann anschauen wollen, die kommt übrigens hier tatsächlich ganz aus meiner Nähe. Darüber habe ich mich auch schon mal im Vorstellungsvideo sehr gefreut. Und so ganz nebenbei macht sie auch einen sympathischen Eindruck. Geflügelbäuerin Stefanie ist bereit, endlich ihre große Liebe zu treffen. Oh mein Gott. Mein Leben ist super, so wie es ist. Wir haben alles, was wir brauchen. Aber einen Partner zu haben, wäre dann einfach für mich noch mal was fürs Herz, was dann wirklich einfach noch mal das Leben schöner macht. Und ja, jetzt ist, glaube ich, einfach an der Zeit. Klingt, wie ich finde, sehr schön. Aber der aufmerksame Zuhörer wird bemerkt haben, dass Stefanie von wir spricht. Und das meint sie auch buchstäblich genauso. Denn sie ist, glaube ich, tatsächlich die Einzige in dieser Staffel, die im Doppelpack daherkommt. Ich wünsche mir von Herzen eine tolle Partnerschaft und auch einfach eine männliche Bezugsperson für meine Tochter, weil ich finde, das gehört irgendwie dazu und ich glaube, ihr würde das auch sehr gut gefallen. Ja, kann ich mir auch durchaus gut vorstellen. Auch sie hat sich dann übrigens für drei Männer entschieden. Finde ich ganz interessant, dass die Frauen in diesem Jahr auch mal kräftig einladen. Und einer von denen, der hat dann direkt bei der Begrüßung schon versucht, ein paar Punkte zu machen. Und ich meine das überhaupt nicht böse, ne? Aber der sieht genauso aus wie ein Schauspieler, den ich als Kind mal im Theater gesehen hat, der bei Alibaba und die 40 Räuber den Räuberhäuptling gespielt hat. Und irgendwie muss ich ihm im Kopf jetzt die ganze Zeit Räuber nennen. Jochen. Magic Moment, ja. Grüß dich. Oh, Magic Moment, hat er Jochen gesagt. Das ist ja toll. Seine Männer, bitte. Danke. Auch hier muss man übrigens aber wirklich bemerken, finde ich, dass Stefanie wirklich recht unterschiedliche Männer eingeladen hat. Also beziehungsweise Jochen und die anderen beiden, die unterscheiden sich schon irgendwie sehr. Und Stefanie macht übrigens nochmal deutlich, dass es bei ihr natürlich auch nicht nur um Liebe, sondern auch um Arbeiten geht. Und so schöne Abendgarderobe wie an diesem Abend ist bei ihr eher selten. Ihr werdet mich auch auf dem Hof nochmal anders kennen. Ja, klar, hast du schon gesagt. Das Kleid sehen wir heute einmal und dann nie wieder. Hast du schon gesagt. Ja, und irgendwie drängt der Jochen sich die ganze Zeit auf. Und das war dann in den einzigen Gesprächen auch so. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann Stefanis Entscheidung deswegen gut nachvollziehen. Auch hier kann ich euch leider nicht alle Gespräche zeigen, weil das wieder so viel war. Aber in ihrem Theaterstück gibt es wohl keinen Räuberhäuptling. Aber ich habe mich von vornherein festgelegt, dass ich nur zwei mit auf die Hofwoche nehmen möchte. Und da habe ich mich für dich, Philipp, entschieden. Und du, Timo, du kommst auch mit. Bei dir, Jochen, hatte ich einfach leider direkt von Anfang an das Gefühl, dass wir uns auf Kumpelebene treffen. Ja, und wisst ihr was? Ich bin ja der Meinung, in solchen Angelegenheiten ist es sehr, sehr sympathisch, wenn man ein guter Verlierer ist, habe ich ja schon gesagt. Und wenn man dann einfach, ja, erhobenen Hauptes geht und sagt, na gut, ich habe diese Frau ja sowieso nicht so intensiv kennenlernen können. Und dann ist es halt einfach so. Jochen ist definitiv ein ganz anderer Charakter. Es ist ihre Entscheidung, muss man respektieren, um Gottes Willen. Ja. Man hat ja gewusst, was sie sich wünscht oder was sie sucht. Ich glaube, wird sie jetzt mit den zwei anderen
schwer umsetzen können. Aber die Erfahrung wird sie machen, definitiv. Und danach ist er schlauer. Hat er gleichzeitig was Liebes sagen wollen und sie dabei ein bisschen fertig gemacht, oder? Na gut. Der nächste Bauer, das kann ich ja schon mal spoilern, wird, glaube ich, in dieser Staffel was ganz Besonderes. Erstmal darf sich Hans aber mal vorstellen. Die Pferde bedeuten mir sehr, sehr viel. Also ohne Pferde könnte ich, glaube ich, nicht mehr leben. Ich wohne hier ja mitten unter den Pferden. Oh, hast du ganz toll gemacht. Und ich weiß nicht, ob du den gleichen Eindruck hast, aber Hans, der spricht irgendwie so besonnen und der macht einen sehr gefühlsbetonten Eindruck. Und deswegen wünscht er sich jetzt ganz dringend wieder eine Partnerin. Ich bin seit 10 Jahren getrennt. Ich habe schon hier und da jemanden kennengelernt. Aber es war leider nichts auf Dauer dabei, nichts Festes. Schade. Klingt ja so, als wäre Hans irgendwie wählerisch. Aber er hatte dann vielleicht, wenn man so möchte, den absoluten Magic Moment in dieser Staffel bisher. Denn er hat 2 Bewerberinnen, aber er hatte eigentlich nur Augen und Arme für die eine. Ach, das ist schön. Mhm. Das ist fühlt sich gut an. Ja, wirklich. Das war so ruhig und so genussvoll gerade. Genieß den Abend. Danke. Bis nachher. Ja, und Hans hat dann, glaube ich, nicht mal so richtige Einzelgespräche geführt, sondern die ganze Zeit mit beiden Frauen gesprochen. Er hatte aber wirklich nur Augen für Elke. Und diesmal bin ich mir wirklich sicher, da hat es nicht nur geknistert. Das würde, glaube ich, sogar wirklich reichen, um die deutsche Stromlücke auf Dauer zu schließen. Ich möchte dich fragen, Elke, ob du gerne zu mir kommen möchtest. Willst du das gerne tun? Sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Danke dir. Und bei den beiden, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich glaube schon so ein bisschen an Liebe auf den ersten Blick. Aber hier war das, glaube ich, gleich mal die große Liebe auf den ersten Blick. Oder Hans sagt das jeder. Ich bin auf die Hofwoche gespannt. Ich freue mich, dass du eben gesagt hast, dass du mit zu mir kommst. Ich freue mich, dass ich mitkommen darf. Freue mich sehr. Schön. Danke. Was ich dann hier ein bisschen traurig fand, war, dass die abgelehnte Dame ja nun wirklich so gar keine Chance hatte. Und das hat sie auch so ein bisschen gemerkt. Und ich glaube, sie hat sich das auch ganz anders vorgestellt. Und die war eigentlich auch sehr sympathisch. Ich hoffe, die findet auch noch jemanden. Dir geht's nicht gut. Nein. Was kann ich tun? Ich glaube, wir müssen mal eben... Okay. Davon hat Hans allerdings schon gar nichts mitbekommen und ja, der hat jetzt, glaube ich, einfach für sich schon festgestellt, dass er nächste Woche heiraten wird. Und ich bleibe ja dabei, ne? Irgendwann brauchen wir mal eine Hochzeit in der Hofwoche. Man hört ja immer mal den Satz, Liebe auf den ersten Blick. Und das hat sich jetzt bei uns auch bestätigt. Das könnte in die richtige Richtung gehen, ja. So, ihr Lieben, das Video ist jetzt schon unfassbar lang, aber es geht tatsächlich noch ein kleines bisschen weiter. 2 Bauern haben wir noch, ein echtes Highlight. Vorher schauen wir uns aber nochmal André an. Der hat einen Milchviehbetrieb und wünscht sich auch ganz doll eine Frau. Die Sehnsucht, die Partnerin zu finden, ist schon groß bei mir, weil ich möchte jetzt eine Familie gründen und endlich zur Ruhe kommen und das Leben starten zu zweit. Leider hat er da nicht so wirklich beleuchtet, was zur Ruhe kommen jetzt eigentlich bedeutet, aber okay. Nicht nur er, sondern auch seine Bewerberin gehören dann auf jeden Fall wieder zur Liga der schönen Menschen. Und man war sich insgesamt auch sehr sympathisch. Was hat euch an dem André begeistert? Das Gesamtpaket, also sein sympathisches Lächeln und seine Einstellung. Ja, einfach alles. Ja. Er lächelt die ganze Zeit und das ist so, das macht mich einfach glücklich, wenn ich ihn angucke. Oh, das ist aber schön, das hast du aber schön gesagt. Ich denke, es könnte auf jeden Fall gut passen und ich freue mich einfach, ihn kennenzulernen. Bei André fand ich es dann ganz cool, dass er tatsächlich auch mal die Frauen was gefragt hat. Das ist nämlich sonst eher selten vorgekommen. Und tatsächlich waren seine Fragen vielleicht auch gar nicht so blöd. Mit einer sehr verständlichen Antwort, finde ich. Ihr seid alle 3 sehr schöne Frauen. Warum seid ihr noch Single? Ich wohne ja jetzt auch auf dem Dorf und das ist so, mit 30 sind die meisten schon verheiratet. Da sind nicht mehr so viele Singles unterwegs. Das kenne ich übrigens tatsächlich auch. Ich bin ja auch absolutes Dorfkind und hier kann man auch sagen, wenn man bis 30 keine Frau oder keinen Mann hat, ja, dann stirbt man halt irgendwie alleine. Zum Glück gibt es heute das Internet. Na gut. Auch André hat dann übrigens ein paar Einzelgespräche geführt und eines davon war ein bisschen intensiver als die anderen. Und das wurde auch auf einer guten Ebene geführt, finde ich. Genau, ihr seid ja jetzt 3 Generationen auf dem Hof und du wärst dann schon bereit, in den nächsten Jahren auch eine 4. zu produzieren. Oh.
Was kann man denn statt produzieren sagen? Naja, eine vierte Generation zu starten wäre vielleicht ein bisschen weniger verfänglich gewesen. Aber es ist natürlich jetzt die Frage, ob André direkt mal in sie rein, ob er sie kennenlernen möchte, um das anzugehen. Und ja, er ist wohl ein Fan des Produzierens. Ich mache es jetzt kurz und knapp. Tut mir leid für die anderen, aber ich würde mich freuen, wenn Julia mitkommen würde. Oh Gott, ich freue mich so. Darf ich dich einmal drücken? Okay, und einen Bauern habe ich da noch und ich habe euch ja schon versprochen, der wird nochmal ein echtes Highlight. Erstmal darf er sich aber vorstellen, hier ist Christoph. Der hauptberufliche Feuerwehrmann lebt auf dem ehemaligen Hof seines Großvaters und hält hier Mutterkühe. Bei meinen Tieren ist mir wichtig, dass es ihnen gut geht und dass sie ein artgerechtes, möglichst erfülltes Leben hatten. Meine Tiere leben im Herdenverband. Das ist schön zu beobachten, wie glücklich Kühe auch durch die Gegend springen und happy sind. Oh, ganz schön schwer im Kopf, du, weißt du das? Eine Sache, die ich bei Christoph noch so gar nicht verstanden habe, ist übrigens, dass er irgendwie in der Vorstellungssendung als Veganer vorgestellt wurde, dann aber zwischendurch ein paar Interviews gegeben hat, wo er gesagt hat, nein, er ist eigentlich gar nicht wirklich Veganer, er ist nur Veganer und isst aber seine eigenen Tiere schon. Das fand ich ein bisschen seltsam. Aber na gut, auch er hat sich dann am Ende jedenfalls zwei Frauen zum Scheunenfest eingeladen. Und die eine, muss man sagen, passt optisch direkt mal besser zu ihm. So, was sagt ihr denn jetzt? Ich bin begeistert. Ja? Du auch? Sympathisch, ja. Ja? Einen schönen Abend. Ja, danke. Wenn ich bitten darf. Und auch hier, ich habe es zwar schon mal gesagt, ich muss es aber nochmal betonen, ich bin immer wieder erstaunt, wie RTL das macht. Denn falls du es nicht wissen solltest, natürlich werden nicht alle Bewerbungsbriefe wirklich durchgelassen und die bekommt der Bauer dann zu sehen, sondern es läuft so ab, die Frauen bewerben sich, die Redaktion sortiert so ein bisschen vor, dann bekommt es der Bauer. Was ja eigentlich meiner Meinung nach bedeutet, dass da viele Chancen flöten gehen, aber irgendwie passt das da immer und da waren überall auch schon wieder Herzchen in den Augen. Also er hat einen direkt total liebevoll umarmt und doch, das hat mir sehr gut gefallen, sehr sympathisch. Ich glaube, auch ein bisschen verrückt. Das ist gut. Er ist voll mein Geschmack. Also, auch wo er mir das erstmal in die Augen geschaut hat, hat schon übergekribbelt. Man muss aber auch ein kleines bisschen wirklich bemerken, dass die eine Bewerberin ihm ein bisschen ähnlicher zu sein scheint. Und beide haben auch ganz viele gemeinsame Hobbys und stehen halt ein bisschen auf Metal. Naja, und man sagt ja, dass Musikgeschmack sehr verbindet. Wobei, wenn das tatsächlich so sein sollte, dann gibt es, glaube ich, wirklich keine Frau auf der Welt, die zu mir passt, weil ich höre meistens gar keine Musik. Ja, im Einspieler wurde ja gezeigt, dass du in einer Punkband spielst. Ja, wie ist denn das Band-Dasein so? Du gehst gern auf Festivals. Was gefällt dir besonders daran? Ja, ich mache Mucke mit meinen Freunden, die ich aus dem Kindergarten kenne und aus der Schulzeit. Ja, es macht Spaß, zusammen Musik zu machen und auf Konzerte zu fahren und da vor Ort zu sein. Auf Festivals, das ist so ein Gefühl, nach Hause zu kommen, so ein bisschen auch, ne? Und ich versuche, so viel wie möglich davon mitzunehmen. Ja, aber auch er musste sich dann am Ende natürlich entscheiden. Und das fand ich ein bisschen interessant. Er hat sich, wenn man so möchte, gar nicht positiv für jemanden, sondern erstmal gegen jemanden entschieden. Kann man machen, aber hätte man vielleicht auch eleganter lösen können. Stefanie, ich finde, du bist eine mega, mega coole Hupe. Und ich hätte echt Bock, mit dir zusammen Festivals zu machen. Und ich glaube, du passt in unsere Truppe auch echt gut rein. Und wir müssen unbedingt unsere Nummern austauschen und du bist voll am Start. Aber als Partnerin an meiner Seite sehe ich dich nicht. Ja, damit ist ja eigentlich alles klar. Eigentlich. Denn natürlich gehört zu so einem Scheunenfest auch immer so ein kleines bisschen Drama. Und seine Auserwählte hat sich deswegen ein bisschen bitten lassen. Lisa, wie sieht's bei dir aus? Hättest du Bock, mit mir Hofwoche zu machen? Ich würde mir gerne noch ein bisschen Zeit lassen. Okay. Und würde dir später sagen, ob ich mitkomme oder nicht. Aber erstmal danke für deine Einladung, aber ich würde, wie gesagt, meine Entscheidung später fällen. Alles klar. Und ich muss sagen, ich fand das ein bisschen komisch. Also natürlich darf man das so empfinden, ne? Versteht mich da jetzt überhaupt nicht falsch. Aber ich finde, es gehört ja irgendwie zu diesem Format dazu, dass man dann sagt, wie es gerade in einem aussieht. Und dann kann man ja auch ruhig Nein sagen. Das ist ja an sich nicht so schlimm. Interessanterweise war es für den Bauern aber sogar ein Pro-Argument. Naja, oder er hat sich schön geredet. Ich habe gedacht, wow, das ist eine Frau, die schenkt nicht irgendeinem Typen, den sie seit 10 Minuten kennt und aus einem Video aus dem Fernsehen, direkt so 7 Tage ihrer Lebenszeit, nur um ihn kennenzulernen, sondern möchte sich das genauer angucken. Das hat mir gefallen. Am Ende musste sich dann aber doch noch entscheiden und ich weiß jetzt natürlich nicht, was da so abgelaufen ist. RTL zeigt einem natürlich nicht alles, aber man muss zumindest sagen, so richtig ein Gespräch miteinander haben die nicht geführt. Und ich habe sogar noch mal drauf geachtet, die saßen sogar, da gibt es ja immer noch so ein bisschen Musik, lange Zeit auseinander. Insofern hat mich ihre Entscheidung dann doch überrascht. Ich muss mich jetzt entscheiden, ne? Ja.
mega, ich freue mich, das wird eine schöne Woche für Lisa. Na gut, dann werden wir auch Christoph in der Hofwoche zu sehen bekommen, aber ich glaube, da wird es eine Menge Drama geben und ich bin sowieso schon generell sehr auf die erste richtige Folge gespannt, denn da gehen sie los, die Hofwochen 2023. Oh wow, das war wie mein Cinderella-Moment. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Wow, ist so schön. Wenn du das nicht verpassen willst, und ich sage es jetzt einfach nochmal, weil das Video so lang war, würde ich mich extrem über ein Abo freuen. Ich habe ja schon gesagt, Bausefrau ist für mich ein absolutes Herzensprojekt. Ansonsten hilft es mir auch sehr, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Und wenn du jemanden kennst, der Bausefrau auch mag und vielleicht meine Videos noch nicht kennt, teile ihm das Video sehr, sehr gerne. Das würde mich ebenfalls sehr freuen. Dann vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich sprühe jetzt nochmal ein bisschen Liebe, deswegen gibt es auch heute keine Drohung, sondern ein Kompliment. Und das meine ich ganz ernst. Wenn du es wirklich geschafft hast, dieses Video bis zum Ende zu schauen, dann scheinst du mich wirklich zu mögen. Und dafür bin ich einfach unheimlich dankbar. Denn letztlich seid ihr alle der Grund dafür, dass ich das hier machen kann, was ich nämlich wiederum liebe und mit dem ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.